herzlich willkommen beim Tasting Nerd. Ich habe heute einen Gin für euch, denn es ist Gin-Woche. Und ja, es ist das erste Video der Gin-Woche. Und in dem ersten Video möchte ich eigentlich direkt klären, ist alkoholfreier Gin denn auch wirklich noch Gin? Ich habe hier also den Momotaro Gin. Das ist japanisch, da komme ich gleich zu. Den habe ich einmal als normalen Gin sozusagen mit 42 Volumenprozenten und einmal alkoholfrei. Was ich schade finde, ist, dass die nicht den gleichen Geschmack haben. Das hätte ich eigentlich gerne verglichen. Denn der hier schmeckt nach Pfirsich und der hier leider nicht. Da ist kein Pfirsich drin. Die Flaschen sehen aber unglaublich cool aus, finde ich. Allein deshalb wollte ich mir den sowieso schon kaufen. Und ich will da gleich mal gucken, wie der so riecht und schmeckt. Aber kurz zu Momotaro, denn Momotaro ist eine Sage, eine japanische. Und zwar geht es da, wir kennen die Situation alle, kinderloses Ehepaar, die Frau geht los und in einem Fluss schwimmt ein Pfirsich vorbei. Und die denkt sich, hey, der sieht super aus, den Pfirsich nehme ich mit, bringt ihn nach Hause, will ihn mit dem Mann teilen und aus dem Pfirsich schlüpft ein Kind. Natürlich. Und so hat das Ehepaar den lang ersehnten Wunsch erfüllt bekommen. Und Momotaro ist also der Pfirsichjunge. Gut. Und wo kommt natürlich so ein Gin her? Ganz klar aus Rheinland-Pfalz. Der ist also aus der Kaltenthaler Craft Distille. Und ich bin jetzt auch schon ganz gespannt. Also ich möchte jetzt mal unbedingt diesen Gin eingießen. Da werden wir mal schauen. Der ist natürlich, also die Flasche sieht extrem cool aus, finde ich. Der Gin selber ist aber klar. Und während der Gin mit Alkohol Pfirsich hat, also der hat Pfirsich, bisschen grünen Tee, Zitrone und Wacholder natürlich, hat der andere natürlich auch Wacholder. Der hat, also hier ist noch Kirschblüte drin, Entschuldigung. Der hier hat halt Wacholder, dann ist da auch der grüne Tee drin und Zitrone und Lotusblüte. Da bin ich mal echt gespannt. Ich fange auch direkt mal mit dem Alkoholfreien an. Ja, das ist, wie soll ich das denn jetzt beschreiben? Also es ist interessant. Es hat allerdings auch einen leicht muffigen Unterton. Also in der Beschreibung ist drin, dass wenn man da die Augen schließt, hat man die Assoziation von so einem alten, von so einem Teehaus in Japan. Ich war noch nie in Japan, ich war aber schon mal in Südkorea und war da auch in so einem Teehaus. Da roch es nicht so. Es tut mir wirklich leid, aber das ist ein Teehaus mit Wasserschaden. Also da ist ein leicht muffiger Ton drin. Ich weiß nicht, ob das die Kombination grüner Tee-Lotusblüte ist. Ja, also versuchen wir den mal. Aha, ich möchte sagen, der ist nicht zum Purtrinken gemacht. Also, natürlich ist es gar kein Gin, das ist ganz klar. Die Alkoholnote fehlt natürlich total. Der Wacholder ist da. Und also das ist, da ist halt auch Zitrone, also Yuzu ist da drin. Und das ist ein ganz saures, also es ist ein saures Getränk. Ich habe das im Mund gespült. Und man hat das Gefühl gehabt, oh, das Glas ist nicht richtig ausgespült, ein bisschen Essig oder sowas. Es hat eine ganz starke Säure. Ich glaube, der ist wirklich nicht zum Purtrinken gemacht. Also gleiche mit Tonic. Das ist übrigens auch hier Goldberg. Das ist auch ein Yuzu-Tonic. Ist auch so ein bisschen japanisch angehaucht. Das probiere ich da gleich mal zu. Also, pur, nein. So. Mal schauen, was der andere Gin so sagt. Der hat also Pfirsich und das soll auch die Kopfnote sein.
Ja, und die ist auch ganz klar da. Ach, also der ist ganz schön süß, pfirsich, rund. Ja, die Zitrone ist auch schon drin in der Nase. Wacholder hat man so noch nicht. Die Kirschblüte, ja, wenn man es weiß, riecht man auch so ein bisschen die Kirschblüte. Oder man hat die Assoziation der Kirschblüte, denn ich habe wenig an Kirschblüten gerochen. Ja, also der riecht sehr vielversprechend. Die Alkoholnote ist nicht schlimm. Die ist natürlich da, aber das gehört ja auch zu dem Gin dazu. Mal probieren. Der ist richtig lecker. Also der Pfirsich ist auf jeden Fall da. In der Nase mehr Pfirsich als am Gaumen. Geschmacklich hat er mehr was von der Zitrone. Aber würzig, also auch so ein bisschen Zitronenschale, so ein bisschen Abrieb. Wirklich, wirklich angenehm. Wacholder ist natürlich auch dann jetzt ganz klar im Geschmack. Es ist ja ein Gin, so soll das sein. Also möchte ich sagen, den kann man sich auch pur mal ins Glas gießen. Das ist wirklich interessant. Jetzt will ich aber mal schauen, wie die denn so mit Tonic sind. Und wie gesagt, ich habe hier dann auch noch so ein japanisch angehauchtes Tonic. Wird mal schauen. Oh, das reicht eigentlich. Na, vielleicht noch ein bisschen. Und hier. Ja, das reicht auch noch. So. Da haben wir wieder zuerst den alkoholfreien Gin. Ich komme nicht drum rum, es hat diese muffige Note. Es tut mir wirklich leid, aber vielleicht ist meine Nase da auch falsch gepolt. Ich möchte sagen, kauft euch eine Flasche und probiert es selber. Oder schreibt mich an, ich kann euch auch ein Sample zuschicken. Ja, also vielleicht werde ich nicht so richtig warm damit. Mal probieren. Ja. Ja, besser. Ist aber trotzdem, also die Säure, die ist immer noch da. Und jetzt hätte ich vielleicht auch nicht nochmal das Yuzu, obwohl es eigentlich mehr ein normales Tonic ist. Yuzu ist halt Zitrone in jedem normalen Tonic. Es hat ja diese Zitronennote. Ich finde, die Säure ist sehr dominant. Also leider muss ich sagen, der alkoholfreie ist nicht meiner. Es tut mir leid, die Flasche sieht toll aus. Vielleicht brauche ich auch noch, es gibt auch ein Cocktailrezept zu, vielleicht muss ich mir den mal brauen. Ich gebe euch dann auf jeden Fall nochmal Bescheid, wie der so gewesen ist. Aber im Moment kann der mich leider gar nicht überzeugen. Mal sehen, wie denn der normale Gin da abschneidet. Also Pfirsich ist jetzt so ein bisschen gewichen. Jetzt mehr Zitrone, natürlich auch nochmal durchs Tonic. Aber wirklich erfrischend, ganz toll. So ein Sommergetränk. Ja. Pfirsich, Zitrone, ein bisschen Blüten, also dann wahrscheinlich die Kirschblüte. Ein ganz, also ein lieblicher, schöner, sommerlicher Gin Tonic. Der ist echt toll, der gefällt mir richtig gut. Ja, der alkoholfreie, den werde ich bestimmt noch mal ein, zwei, drei Leuten zu verkosten geben, mal sehen, was die so sagen, ob die gleiche Assoziation haben wie ich. Gut, die waren jetzt beide um die 30 Euro. Die gibt es, ich glaube, gibt sie exklusiv bei Testillery. Ich habe keine Ahnung, es kann sein. Auf jeden Fall hab ich die bei Testillery gekauft. Und ja, die müssen auch mal was Besonderes haben, finde ich, wenn die schon über 30 sind oder um die 30 Euro sind.
Das hat er auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, ne, der kann mich nicht so recht überzeugen. Aber abschließend möchte ich noch einmal sagen, das hier ist keine bezahlte Werbung. Ich habe nichts geschenkt bekommen, werde auch nicht dafür bezahlt. Ich sage nur meine Meinung. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist ja nur das erste in der Gin-Woche. Jeden Tag kommt jetzt ein Video zu Gin und ich habe da extrem coole Vergleiche. Bleibt mal gespannt. Am Samstag ist ja auch World Gin Day. Da gibt es noch was ganz Besonderes. Ja, und ihr verpasst natürlich kein Video, wenn ihr mich abonniert. Und zwar auf Instagram und auch auf YouTube. Und ihr könnt mich auch gerne liken, disliken. Ich freue mich auf Kommentare. Da bin ich ganz gespannt. Vielleicht auch eure Erfahrungen, wenn ihr die auch schon mal getrunken habt, ob ihr das auch so schmeckt und riecht wie ich oder auch nicht. Also, ansonsten hoffe ich, ihr verpasst kein Video von mir, eurem Tasting Nerd. Bis dann!